Tobias Zech hat als nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nachdem wir jetzt ja die Erklärung für Rot-Rot-Grün vernommen haben, will ich wieder zurück zum Thema kommen. Ich kann für die Union sagen, und das haben Sie der Debatte vorher schon entnommen, und das ist auch nichts Neues, dass für uns ein Arbeitsverhältnis wichtig ist und im Fokus steht. Das ist das unbefristete Arbeitsverhältnis, für dem arbeiten wir, für das stehen wir, nicht die Befristung. Die Befristung ist immer ein Mittel zum Zweck, und da müssen wir unterscheiden, für was brauchen wir Befristung, warum haben wir Befristung und wie wird sie angewandt. Und Befristung ist nie schön. Ist nie schön, egal ob sachgrundlos oder mit Sachgrund. Ja, und Befristung hat immer zwei Seiten. Auch bei der Schwangerschaftsvertretung, also der klassischen Befristung mit Sachgrund, haben Sie natürlich der Vertreter oder die Vertreterin, die dann für 2 oder 3 Jahre einspringt als Vertretung, keine gute Zeit, weil ich weiß, ich muss wieder gehen. Welch aber eine Chance für die junge Mutter, die weiß, dass sie nach 3 Jahren wieder zurück in ihren Job kann. Also das heißt, ich will darstellen, bei Befristung gibt es immer unterschiedliche Gemengenlagen. Befristung ist immer schlecht. Und wenn ich an meine Zeit mich zurückerinnere, für mich war nicht die Beförderung wichtig, weder bei der Bundeswehr noch dann in der Industrie. Für mich war der schönste Moment jeweils, wie ich einen langen Arbeitsvertrag bekommen habe oder in der Industrie unbefristet gestellt worden bin, weil es natürlich Planungssicherheit gibt. Ja, das stellt doch niemand in Abrede. Das wissen wir doch auch. Das ist doch klar. Also, das unbefristete Arbeitsverhältnis ist unser Ziel. Und jetzt ist immer die Frage, wer hat es erfunden, Frau Kollegin Hiller-Ohm? Also, dass wir das einordnen, ich habe nachgelesen, die erste Erwähnung der sachgrundlosen Befristung war 221 nach Christus, ein römischer Lohnschreiber, der vor dem Gericht gewann, weil sein Arbeitgeber verstorben ist und seine Erben durften ihn nicht entlassen. Also, das Heilige Römische Reich ist untergegangen, sachgrundlose Befristung beschäftigt uns immer noch, und ich glaube, das Thema Befristung und Flexibilität am Arbeitsmarkt wird uns auch weiter beschäftigen. Wahr ist allerdings aber auch, das Gesetz, über das wir debattieren und wo die Linken und die Grünen einen Antrag eingereicht haben, das ist nicht 221 nach Christus erfunden worden. Das hat auch nicht der Arbeitsminister Blüm 1984 auf den Weg gebracht. Nein, das hat Rot-Grün auf den Weg gebracht 2001. Das ist die Wahrheit. Ihr habt die sachgrundlose Befristung eingeführt. Und immer kurz vor den Wahlen wollt ihr sie wieder abschaffen. Nachher wird es wieder vergessen. Und deswegen, lieber Kollege Ernst, zu diesem Optimismus, den du gerade ausgedrückt hast, darf ich dir nicht raten. Die erzählen das vor der Wahl, und nachher wird es wieder weggepackt. Und jetzt gehen wir, und jetzt gehen wir weiter. Man hat in diesen, und ich bin ein großer Anhänger der Tariflandschaft in Deutschland. Ich sage, habe ich, seit ich hier an diesem Pult stehen darf, immer gesagt, wir sind durch die Krisen dieses Landes gekommen, nicht trotz, sondern wegen der Sozialpartnerschaft, die wir zwischen Gewerkschaften, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern haben. Und deshalb, weil wir dort die Fachleute haben, aus der betrieblichen Seite. Und es sind ja genügend Kollegen hier, die sich dort schon engagiert haben. Und wenn ich gucke, wie die Fachleute in den Betrieben, in den Gewerkschaften mit dem Thema Befristung umgehen, dann, Frau Präsidentin, erlauben Sie mir, dass ich kurz zitiere aus dem gültigen Manteltarifvertrag der IGBCE. Befristete oder zweckbestimmte Arbeitsverhältnisse sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zulässig, wobei auf Grundlage von § 14 Absatz 2 Satz 3 Teil des Befristungsgesetzes die zulässige Dauer von ohne Sachgrund befristeten Arbeitsverhältnis auf bis zu 48 Monaten ausgedehnt wird. Das heißt, wir sind in der tariflichen Mitbestimmung wesentlich weiter, als wir gesetzlich machen. Die Kollegen vor Ort, in den Betrieben, in den Betriebsräten, in den Gewerkschaften, die in den Wirtschaftsausschüssen mit den Arbeitgebern sitzen, die Ahnung haben, wie ihre Branche, ihr Betrieb funktioniert, gehen sogar noch darüber hinaus. Ich glaube an unsere gute Tariflandschaft, und vielleicht sollten wir auch dann immer wieder hingucken, was die machen, und die Gewerkschaften und die Betriebsräte vor Ort sich natürlich ganz klar neben oder während dieser Pressemitteilungen, die hier in Berlin verteilt werden, sich vor Ort für die sachgrundlose Befristung entschieden haben. Auch das ist Teil der Wahrheit. Ein zweiter Teil der Wahrheit: Wir haben ja durchaus hervorragende Spezialisten über die bayerische Metall- und Elektroindustrie hier im Raum sitzen.
Ich darf mal dieses Beispiel herausgreifen. In der bayerischen M&E-Industrie haben wir 95% unbefristete Arbeitsverhältnisse. Das ist die Regel. Das ist auch das Ergebnis von einer guten Tarifpartnerschaft vor Ort. Und die Übernahmequote, jetzt komme ich dazu hin, für was brauchen wir sachgrundlose Befristung? Die Übernahmequote liegt nach alter Rechnung bei 58%. Das heißt, die aus der Befristung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gehen, und nach neuer Rechnung, andere Art der Berechnung, bei 40%. Also, Befristung ist nicht die Regel, sondern ist ein atmender Deckel, eine Möglichkeit, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. So, jetzt ist die Frage, wer befristet? Und befristen müssen natürlich nicht die Kleinen. Warum? Wenn ich unter 10 Mitarbeiter habe, bin ich nicht im Kündigungsschutzgesetz, dann brauche ich diese ganze Befristerei nicht. Ist auch klar. Befristen müssen auch in diesem Bereich, über den wir uns kümmern, nicht die Großen, weil die sind Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Herr Ernst. Herzlichen Dank, Kollege Zech, dass Sie die Frage zulassen. Das war jetzt natürlich ein sehr wichtiger Satz. Sie haben gesagt, die kleinen Betriebe, für die gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht, das ist richtig, die brauchen die ganze Befristerei nicht. Ja. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Ja. Ja, ist es dann nicht so, dass der eigentliche Sinn der Befristung darin besteht, dass man das Kündigungsschutzgesetz umgeht? Nein. Denn bei den anderen wirkt es. Aber in dem Fall, wo Sie eine befristete Beschäftigung haben, heißt es ja, dass der Mensch genau denselben Job macht wie der andere, wenn er aber den Betrieb verlassen muss, ohne dass er den Schutz eines Kündigungsschutzgesetzes für sich in Anspruch nehmen kann und vor allen Dingen auch ohne, dass der Betriebsrat bei dieser Kündigung gehört werden müsste, weil es ja faktisch gar keine Kündigung ist. Das bedeutet doch aber, und da ist Ihr Satz ja wirklich richtig, das bedeutet doch aber eigentlich, dass der Sinn einer sachgrundlosen Befristung entweder zwei Seiten hat. Die eine ist, es wird eigentlich die Probezeit bis auf 2 Jahre ausgedehnt. Probezeiten hatten wir immer schon. Also, dass man sagt, man muss ja gucken, ob der das kann, da was er eingestellt. Wir hatten mal 4 Wochen, bei Angestellten vielleicht 3 Monate. Und der zweite Punkt ist aber, dass man schlichtweg nicht nur die Probezeit verlängert, sondern dass man einfach schlichtweg sagt, ich will als Arbeitgeber kündigen dürfen, wie ich will. Und deshalb mache ich befristet und umgehe damit den Kündigungsschutz. Das ist doch der eigentliche Sinn. Aber das kann doch nicht im Sinn des Erfinders sein. Denn im Sinn des Erfinders wäre ja dann die sachliche Begründung, zum Beispiel Ihre schwangere Frau oder sonst was. Das ist ja nun ein sachlicher Grund für eine Befristung. Aber es geht ja um die sachgrundlose Befristung. Und die sachgrundlose wäre doch einfach nur eine Umgehung der Rechte. Okay. Also, das waren jetzt 2 Punkte. Der erste Punkt, das beantworte ich gleich, wäre die sachgrundlose Befristung. Und die Fälle gibt es, die kenne ich auch. Und die können wir uns alle, wie wir hier sitzen, an der Nase packen, weil ihr und wir sind in allen Landesregierungen vertreten. Wir haben hier auch die Ministerien. Vor allem der öffentliche Dienst ist da ein ganz schlechtes Beispiel. Wir geben das schlechteste Beispiel. Und wer die sachgrundlose Befristung bei Planstellen benutzt, um die Probezeit zu verlängern, hat das Gesetz und die Intention nicht verstanden. Ganz eine klare Ablehnung. Der zweite Punkt. Umgehen wir, da ist die Zielsetzung die Umgehung des Kündigungsschutzes. Nein, aber richtig ist zu sagen, die Unternehmen, die nicht dem Kündigungsschutz unterliegen, haben einen wesentlich geringeren Anteil von sachgrundlosen Befristungen. Das wollte ich damit sagen. Sondern wir sprechen hier über die Sandwich-Position, die mittleren Unternehmen. Die Großen sind tariflich mitbestimmt. Ich habe gerade einen Manteltarifvertrag zitiert. Hier kümmern sich Betriebsrat, die Tarifvertragsparteien um das Thema. Bei den Kleinen kann ich die Flexibilität durch einfache individuelle Arbeitsmaßnahmen gewährleisten. Ich glaube, dieses Gesetz gilt vor allem für die mittleren Unternehmen, nicht tariflich mitbestimmt, unterliegen dem Kündigungsschutzgesetz, um Flexibilität am Arbeitsmarkt zu gewährleisten, um auch mal ein neues Produkt auszuprobieren, einen neuen Auftrag anzunehmen, ohne die Planbarkeit zu haben, habe ich in 3, 4 Jahren immer noch die Umsetzung, um die Mitarbeiter zu halten. Deswegen für mich, nein, Kollege Ernst, keine Umgehung des Kündigungsschutzes, sondern ein Ja für Flexibilität. Und bei diesem Ja für Flexibilität mache ich jetzt nämlich auch gleich weiter. Also es sind die mittleren Unternehmen, über die wir sprechen. Das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Es ist das Handwerk, es ist der Handel, es sind die Familienunternehmer. Die befristen nicht aus Jux und Dollerei, die befristen auch nicht aus Spaß,
sondern die befristen, weil wir in Konjunkturlagen leben, die man nicht immer planen kann. Ich kann auch allen Kollegen, die sich momentan bemüßigt fühlen, über Armutsdebatten und Konjunkturdebatten das Land schlecht zu reden, erklären. Auch das hört man in der Wirtschaft. Auch wer hier Überregulierung oder neue Steuererhöhungen einfordert, auch das hört man in der Wirtschaft. Das bringt nicht zwingend Planbarkeit. Das führt auch dazu, dass ich mir als Unternehmer überlege, stelle ich jetzt die 1, 2, 3 Mitarbeiter ein und versuche das neue Produkt oder versuche es nicht. Und wir sind als Arbeitgeber massivst übervorteilt, weil wir mit den Punkten, die der Kollege Zimmer auch schon angesprochen hat, vor allem wenn wir über die Wissenschaftsarbeiter sprechen, mit dem, was wir als Parlament hier als unser Kernrecht beschreiben, nämlich das Budget, ja die Befristung für die Staatsbetriebe quasi vorgeben, indem wir Mittel für Projekte auf 3, 4, 5 Jahre befristen. Das haben wir in der Wirtschaft nicht, weil der Konjunkturgrund oder die Auftragsflaute oder die jetzige Planbarkeit einer Rückstellung eben nicht vor Gericht als Sachgrund gilt. Bei uns schon. Deswegen sage ich, wir müssen an die sachgrundlose Befristung, wir müssen auch an die Befristung. Aber dann fangen wir doch bitte alle an, und das ist jeder von uns aufgerufen, bei seinen eigenen Häusern und in der eigenen Regierung dafür zu werben. Der öffentliche Dienst muss hier mit Beispiel vorangehen. Das tut er momentan nicht. Somit lassen Sie mich zum Schluss kommen. Befristung ist keine Zieldefinition. Keiner hier im Raum möchte Befristung. Es ist immer das Beste für den Arbeitnehmer, wenn er unbefristetes Arbeitsverhältnis hat. Die Frage, wie kommen wir zu dem Ziel? Wir glauben, sozial ist, was Arbeit schafft. Um mehr Arbeitsplätze in Deutschland zu generieren, braucht man Flexibilität. Dazu ist die sachgrundlose Befristung ein notwendiges, aber hilfreiches Konstrukt, ein Weg dazu. Lassen Sie uns dabei bleiben, lassen Sie es aber immer wieder überwachen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als letzter Redner in dieser Aussprache hat Bernd Rützel für die SPD.